Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Diesmal kein richtiges Tutorial, sondern mehr ein Frage-Antworten-Video. Und ja, zu diesem Zweck erstmal nochmal ein frohes neues Jahr 2013. Und ich werde einfach mal anfangen mit diesem Video. Und zwar möchte ich einfach mal zeigen, bezüglich Textanimation, wie einfach das doch eigentlich ist. Ihr schreibt einen Text, zum Beispiel Beispiel Text. Den machen wir einfach mal ein bisschen größer. Schieben den hier in die Mitte, so dass es uns passt. Jetzt markieren wir hier die Videospur 1, also die Textspur, die Textebene. Gehen auf Effekte und Vorgaben. Und dann gehen wir hier oben auf dieses kleine Fensterchen, klicken drauf. Und jetzt gehen wir auf Vorgaben durchsuchen. Jetzt öffnet sich nämlich gleich die Adobe Bridge. Es dauert ein bisschen. Da ist es schon. Das sieht bei mir so aus, könnte bei euch auch so aussehen. Und jetzt habt ihr einen Haufen von Presets. Soundeffekte, Image Utilities, Transform-Effekte, Backgrounds. Und ich möchte euch jetzt die Text-Presets zeigen. Und jetzt haben wir zum Beispiel Animate In. Klicken wir drauf, öffnet sich das. Klicken wir hier drauf, kommt rechts ein Fenster, wo wir eine Vorschau sehen von dem, wie was animiert wird. So, einmal habt ihr diese Vorschau nicht, fehlt bei euch die aktuelle QuickTime-Version. Das einmal vorweg. Und ich habe mich hier, also ich nehme mal gleich das erste, Animate In, geordnetes, wie heißt das, Chaos. Doppelklick. Und jetzt entweder springt er automatisch wieder zu After Effects oder ihr müsst selbst zu After Effects wechseln. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Ich lasse das einmal durchrendern und dann sieht das Ganze so aus. Das ist jetzt ein bisschen lang. Einmal Absatz hier schließen. Komposition machen wir 4 Sekunden. RAM-Vorschau und dann sieht das Ganze so aus. Als Animate In. Das wollte ich einmal kurz zeigen, weil viele diese Funktion einfach nicht kennen mit der Adobe Bridge und den Animationsvorlagen. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr, sehr einfache Art und Weise, Text zu animieren in After Effects. Und auch das hier. Wenn man die hier vor zurückzieht, hat man oben eine Vorschau. Und auch das ist nur möglich, wenn man die aktuelle QuickTime oder überhaupt QuickTime installiert hat. Denn ich habe immer viele, die fragen, wieso geht das nicht? Und das liegt einfach daran, wenn kein QuickTime installiert ist, habt ihr diese Vorschaumöglichkeiten hier mit dem Hin- und Herziehen nicht. Und auch in Adobe Bridge habt ihr hier diese kleine Video-Animationsvorschau nicht. Gut, können wir die Bridge wieder schließen. Das war's einmal kurz zum Thema Text-Animation. Und jetzt geht's auch schon weiter mit Fragen und Antworten, die ich beantworten werde. So, dann habe ich hier vom YouTuber VW Fandriver. Ich finde, du hast viel zu wenig Klicks. Hab irgendwo mal gelesen, du arbeitest mit einem Laptop. Kann das sein? Wenn ja, welcher? Gut, es ist richtig, ich arbeite eigentlich mit einem Laptop. Ich habe im Moment einen Dell Latitude D820. 4 GB Arbeitsspeicher, 2,4 GHz Core 2 Duo, 320 GB Festplattenspeicher, 250 MB Grafikkarte. Für After Effects und Premiere Pro CS4 reicht das alles und deswegen bin ich mit meinem Laptop im Moment auch soweit ganz zufrieden. Ja, die nächste Frage kommt auch schon von Nix Ahnung. Schönes Schlumpfbild. Kommentar zum Video After Effects Super Slow Motion. Sehr, sehr geil. Wieso hast du noch die CS4 Version? Gibt doch schon zwei neuere. Das ist richtig, es gibt ja mittlerweile schon die CS5, CS5,5 und CS6 Version, wenn ich mich nicht recht täusche. Und ja, für die CS4 Version habe ich mich einfach entschieden, weil ich mir irgendwann mal die Adobe Master Suite gegönnt habe in der Version CS4. Die bekommt man mittlerweile recht günstig und wenn man sich so eine neue Kreativsuite holen will oder auch die einzelnen Programme, man zahlt ja mehr als weit über 1000 Euro und das war ich einfach nicht bereit auszugeben. Daher CS4 und es reicht. Ich komme damit bestens klar, ich kann alles machen. Ja.
Gut, die nächste Frage von The Dr. Nukat scheint Sub for Sub Channel zu sein, wie auch immer. Macht ja nix. So, seine Frage. Hast du seit kurzem ein neues Mikrofon? Kann das sein? Klingt viel besser als noch deine ersten Tutorials. Weiter so. Ja, zum neuen Mikro. Das hat auch was mit der Kamera zu tun. Und zwar habe ich jetzt irgendwann mal angefangen, das hier, so wie ich es jetzt mache, was ich rede, auch mit der Kamera aufzunehmen. Und dementsprechend nehme ich auch den Ton mit der Kamera auf. Zur Kamera. Es ist aktuell eine Canon Legria HFR 306. Die nächste Frage zu meinem Video After Effects Tutorial Deutsch Harry Potter unsichtbarer Umhang von Supermaus667. Vielen Dank für den kleinen Trick. Mit welcher Kamera filmst du eigentlich? Das wollte ich dich schon mal fragen. Ja, bei diesem Tutorial, dem Harry Potter Umhang, war es noch eine ältere Medion Kamera. Es war sogar eine Medion-Digitalkamera mit 10 Megapixel. Ja, so habe ich mal angefangen, mit einer Digitalkamera zu filmen. Mittlerweile filme ich halt, wie eben auch schon erwähnt, mit einer Canon Legria HFR 306. Die reicht für mich vollkommen aus. Und ja, damit bin ich recht zufrieden. So, die nächste Frage zum After Effects Tutorial Deutsch Zeitlupe Zeitdehnung von Emmentaler 1000 mit einem Gummibärchenbild. Gut, mit welchem Schnittprogramm arbeitest du? Ja, angefangen hat es, wo ich mir gesagt habe, so, ich will After Effects haben. Anfangs hatte ich immer die 30-Tage-Version von After Effects genutzt und habe nebenbei als Schnittprogramm Magix Video Studio benutzt. Ich glaube 2009. Und irgendwann bin ich dann halt komplett auf CS4 umgestiegen, also Premiere Pro CS4 und After Effects CS4. Und ja, damit arbeite ich im Moment. Ja. So, dann zu meinem Video After Effects Tutorial über Tiefenschärfe. Lulu Lala fragt: Hi, ich habe ein paar Fragen. Wie sieht es mit neuen Videos aus und wieso hast du nur so wenig Daumen rauf? Also mein Abo hast du. So, wo war jetzt die Frage? Genau, wie sieht es mit neuen Videos aus? Na klar, werden auch wieder in diesem Jahr viele After Effects Videos folgen. Ich werde wahrscheinlich auch über Premiere Pro Videos machen. Das hängt ganz einfach damit zusammen, weil ich diesen Workflow der Kreativsuite einfach zu sehr zu schätzen weiß und auch wirklich sehr gerne habe. Und ja, aus diesem Grund wird auch in diesem Jahr natürlich wieder After Effects werden Tutorials kommen. Wenn ihr spezielle Wünsche habt zu einigen Sachen, ich habe zum Beispiel letzte Woche die Frage bekommen, wie sieht's aus mit den Augen von Hulk in Der unglaubliche Hulk, der zweite Teil, glaube ich, am Ende. Und da habe ich ihm einfach gesagt, genauso Augenfarbe ändern wie beim anderen Tutorial auch. Gut, wieso ich so wenig Daumen rauf habe, weiß ich nicht. Liegt an euch, nicht an mir, oder? Liegt es auch an mir? Werden wir sehen, weiß ich nicht. Gut, nächste Frage. So, das ist jetzt nicht die nächste, sondern vorerst die letzte Frage für dieses Video von Matthias Kanal. Ich finde es toll, dass du dich so bemühst. Ja, freut mich, dass du das so siehst, Matthias. Und ja, natürlich, es macht mir Spaß, diese Tutorials zu machen, diese Videos zu machen, euch zu zeigen, was ich mal gelernt habe, wie auch immer. Und ja, so viel dazu. Gut, damit sind wir auch schon am Ende dieses kleinen, meinetwegen Vlogs-Videos, wo ich einfach mal nur einen kleinen Trick über Textanimation gezeigt habe und einfach mal ein paar Fragen beantwortet habe. Ich werde das, wenn solche Fragen sind und solche Fragen wieder kommen werden, werde ich die vorerst sammeln und irgendwann wieder so eine Art Video machen wie dieses. Wie lange das dauert, hängt natürlich an euch. Und ja, zum Thema Daumen hoch, wenn ihr dieses Video seht, es gefällt euch, gebt mir einen Daumen hoch, das freut mich jedes Mal. Kommentare natürlich, und ich kriege auch viele Nachrichten. Und ich versuche eigentlich immer recht pünktlich alle zu beantworten. Wenn ich das mal vergessen habe, tut es mir leid. Seid nicht böse, schreibt einfach normal. Ich habe es vielleicht einfach nur vergessen. Ja, das war's von mir. Ich arbeite im Moment an einem kleinen neuen Intro für diesen Kanal. Nichts Großes. Und im nächsten Video werdet ihr auch schon wieder sehen, wie dieses Intro aussehen wird. Vielleicht werde ich dann wieder ein paar neue After Effects Tricks zeigen. Gut, das war's zu diesem kleinen Video. Fragen und Antworten. Und natürlich
Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Ich bin gut gestartet und dies ist jetzt mein erstes Video in diesem Jahr und es werden hoffentlich noch viele, viele weitere folgen. Und ja, bevor ich mich hier jetzt noch um den heißen Brei herumrede, sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.